Wir begreifen das Ostergeheimnis, die Erlösung durch den Heiligen Geist. Es würde uns nichts nützen, wenn Christus auferstanden wäre, aber das nicht bei uns bewusst wird. Edith Stein nennt es ein inneres Berührtwerden und sie sagt, das ist das Entscheidende. Ein inneres Berührtwerden ohne Worte und ohne Bild, denn dadurch findet das intime Kennenlernen Gottes statt. Also das Kennenlernen Gottes geschieht aus der Beziehung zu Gott. Und die Beziehung wiederum ist im Heiligen Geist möglich. Diese Beziehung ist der Heilige Geist. Zum Glück wirkt der Heilige Geist. Zum Glück gibt es den Heiligen Geist im Leben der Menschen. Ohne dass Theologen dieses Wirken des Heiligen Geistes erklären mussten. Paulus predigt in Ephesus und fragt sie, die Jünger, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. In der Apostelgeschichte, 19. Kapitel. Und doch sind sie gläubig geworden und im Neuen Testament steht gläubig werden für Glauben an Jesus Christus. Wilhelm von St. Thüry, er lebte im 12. Jahrhundert, hat das Wirken des Heiligen Geistes beschrieben als die Güte Gottes. Diese Güte ist der Heilige Geist, gleich ewig wie Vater und Sohn. Denn bei der Erschaffung der Welt schwebte, wie die Schrift sagt, Gottes Geist über den Wassern. So war er für alle da und für alle sichtbar. Er wirkte das Gute und kümmerte sich um das Wohl aller. Das ist die Eigenart des Heiligen Geistes. Doch, fügt er hinzu, doch er hält sich fern von jedem, der Böses im Sinn hat, weil in einem solchen Menschen die Weisheit nicht wohnen kann. Da haben wir sehr schöne Worte, die uns helfen, im Blick auf das eigene Leben zu unterscheiden und eine Haltung zu wählen, die eben den Heiligen Geist willkommen heißt. Nämlich beginnen wir bei dem Negativen. Er hält sich fern von jedem, der Böses im Sinn hat. Das Gute wollen, dem Leben dienen wollen, dem Leben Raum geben. Es gibt viele Worte, viele Möglichkeiten zu beschreiben, wie sich zeigt, ob ein Mensch Gutes im Sinn hat. Und wenn ein Mensch Gutes im Sinn hat, dann hat der Heilige Geist, der die Güte Gottes ist, die Möglichkeit,
mitzuwirken, einzuwirken. Der Geist kümmert sich um das Wohl aller. Also der Geist ist um die Schöpfung bemüht, bringt, können wir sagen, ins Chaos den Kosmos, schafft die göttliche Ordnung, schafft Lebensraum und Leben. Der Apostel Paulus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Der Apostel Paulus hat mit dem Lebendigwerden etwas vor sich, vor Augen. Er hat da etwas im Sinn, was durch seine Christusbegegnung in ihm neu geworden ist. Vom Apostel Paulus kennen wir dann die Worte wie neue Schöpfung, neue Kreatur, neues Leben. Das Alte ist vergangen. Das heißt, die Beziehung mit Jesus, die im Heiligen Geist möglich ist, das ist für ihn das Leben geworden. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Also letztlich mit dem Geist oder durch den Geist sind wir in Beziehung, nicht durch das Fleisch. Weiter der Apostel Paulus. Gott macht uns fähig, Diener des neuen Bundes zu sein. Also Gott macht uns fähig, mitzuwirken bei dem, was Christus gebracht hat. Diesen neuen Bund, diese neue Gemeinschaft. Gott macht uns fähig, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Und damit meint der Apostel Paulus, du sollst jetzt nicht Ordnungen einhalten, die der Buchstabe dir vorgibt, die das Gesetz dir vorgibt. Du sollst nicht jetzt eine perfekte Lebensweise anstreben, sondern du sollst Diener des Geistes sein und das heißt, dich auf Beziehung einlassen. Wiederum, es ist die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Gott gemeint. Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes sind wir. Und somit ist es das Entscheidende, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Achtsamkeit richten auf den Geist. Und wiederum stellt sich die Frage, was heißt denn das auf den Geist? Wiederum, es geht um das Leben. Was dient dem Leben? Was schafft Leben? Was befreit Leben? Was heilt Leben? Paulus, der Herr aber ist Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Der Herr aber ist Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Gott ist Geist, wissen wir aus anderen Worten der Heiligen Schrift. Hier wird Jesus als Geist
beschrieben. Und wir merken, dass wenn von Gott als Geist, Geistwesen die Rede ist, auch wir uns als Ebenbild Gottes, als Geistmenschen betrachten dürfen, sollen, ja müssen. Der Apostel Paulus sagt, wir spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Also einerseits bilden wir die Herrlichkeit des Herrn ab, wir werden in sein Bild verwandelt durch den Geist des Herrn. Paulus weiß weiterhin, und ich bringe es in Erinnerung, was auch wir schon wissen, wir werden nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der Innere wird Tag für Tag erneuert. Das ist das Wirken des Geistes. Also Edith Stein spricht von einem Zustrom an Kraft und es ist sehr deutlich, sagt sie, dass es eine fremde, unter Anführungszeichen, fremde Kraft ist, also nicht die eigene Kraft, die der Mensch hier entgegennimmt und erlebt. Paulus hat viele Worte gefunden, die deutlich machen, dass er selbst aus dieser Kraft Gottes lebt. In seinen Gebeten erbittet er sich Hilfe von Gott, dass er von Schwäche befreit wird und zur Kraft findet. Der Herr aber antwortet ihm, meine Gnade genügt dir, also meine Zuwendung, meine Liebe, die Beziehung, die ich zu dir habe, soll dir genügen, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Sehr schön wird deutlich, dass die Schwachheit der menschlichen Natur, Paulus hat es auch genannt, die Schwachheit des Fleisches, die Schwachheit der menschlichen Natur, die Schwachheit des Fleisches stellt überhaupt kein Problem dar, bereitet dem Paulus keine Sorgen mehr, nachdem er diese Einsicht gewonnen hat, dass die Gnade Gottes, die Beziehung, die Gott zu ihm hat, diese Gnade das Entscheidende ist. So kann er sagen, viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Das heißt, der Apostel Paulus sieht in den Erfahrungen der Grenze, in den Erfahrungen der Bedrängnis, in den Erfahrungen der Ohnmacht, da sieht er keineswegs eine Beeinträchtigung oder Behinderung für das Wirken der Gnade
für das Wirken des Geistes. Wir können eigentlich sagen, je mehr der Apostel Paulus in die Enge getrieben wird, umso offener hat er sich gehalten für das, was Gott in ihm wirkt. Und umso mehr hat sich gezeigt, dass Gott wirkt. Er schreibt, ja, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Es geht praktisch um die Identität des Christen, die er durch den Heiligen Geist bekommt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich möchte abschließend zu diesen erwähnten Zitaten nochmals Paulus zu Wort kommen lassen, wenn er seinem Schüler Timotheus sagt: Ich rufe dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände, also durch mein Gebet, zuteil geworden ist. Entfache die Gnade Gottes wieder. Das kann nur heißen, richte deine Aufmerksamkeit wieder auf das, was Gott dir bereitet. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und mich freut es, dass ich zu allen Menschen so sprechen kann. Und mich freut es, dass alle Menschen Adressaten des Heiligen Geistes sein können. Und mich freut es, dass menschliche Schwäche, menschliche Gebrechlichkeit, ja sogar Schuldgeschichte keineswegs eine Beeinträchtigung für den Heiligen Geist darstellen, sobald jemand sich diesem Geist gegenüber offen hält, wird er von ihm beschenkt. Und der Apostel Paulus erklärt das und sagt, wir haben eben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Also aus Gott kommt der Geist Gottes, wie sollte es anders sein? Und sobald ein Mensch auf Gott hin orientiert leben möchte, kann der Geist Gottes ihn erfüllen. Der irdisch gesinnte Mensch lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Nun möchte ich den heiligen Johannes von Kreuz zu Wort kommen lassen, der als Geisterfüllter den geistlichen Begleitern, den Seelenführern, den Verantwortlichen in der Kirche, der denen erklärt, dass der Heilige Geist der eigentliche geistliche Führer ist. Sie mögen sich bewusst sein, dass der eigentliche Beweger und Führer der Seelen nicht sie sind,
sondern der unablässig um sie bemühte Heilige Geist. Ein sogenannter geistlicher Begleiter oder Seelenführer oder Beichtvater oder Assistent, der kann vielleicht Zuschauer sein, er kann ein bisschen beraten, wie die Offenheit auf den Geist hin gefördert werden kann. Er kann ein bisschen darauf hinweisen, wie sich das Wirken des Heiligen Geistes unterscheidet vom Wirken eines anderen Geistes. Aber wirklich motivieren, wirklich animieren, wirklich begeistern für die Anliegen Jesu kann nur der Heilige Geist. Nochmals, diese mögen sich bewusst sein, dass der eigentliche Beweger und Führer der Seelen nicht sie sind, sondern der unablässig um sie bemühte Heilige Geist, dass sie nur Wegweiser sind zum Aufstieg der Vollkommenheit. Kraft des Glaubens und des göttlichen Gesetzes. Gemäß dem Geiste, den Gott in jede Seele eingießt. Also der Weg zur Vollkommenheit, der Weg zum Aufstieg, wird vom Geist Gottes bestimmt. Und so sei es sein ganzes Bestreben, die Seele nicht eigensinnig seiner eigenen Weise anzugleichen, sondern sich zu prüfen, ob er den Weg kennt, den Gott die Seele führt. Und wenn er ihn nicht erkennt, soll er jene Gott überlassen, statt sie zu zerstören. In Übereinstimmung mit dem von Gott bestimmten Weg und Geist sei es das Bemühen der Seelenführer, die Seelen zu immer größerer Einsamkeit und Stille und Freiheit des Geistes hinzulenken. Es soll ihnen Spielraum gelassen werden. Also der Seelenführer hat laut Johannes von Kreuz die Aufgabe, in Übereinstimmung mit dem von Gott bestimmten Weg und Geist die Seelen zu immer größerer Einsamkeit und Stille und Freiheit des Geistes hinzulenken. Hier ist gemeint eine Einsamkeit, ein Alleinsein, sagen wir ein Unabhängigsein von den Menschen. Ein Freisein von Bindungen, die der Gottesbeziehung und somit der Lebendigkeit nicht dienen. Und wirkliche Freunde unter uns Christen zeigen sich darin, ob sie förderlich sind auf dem Weg zur Vollkommenheit. Ob sie dem Leben in mir dienen. Ob sie mir helfen, dem Geist Gottes in mir Raum zu geben. Oder ob deren Einfluss mich dazu führt, dass ich mich wieder binde an ohne dies Vergängliches. Es nützt nicht, wenn ich
Erwartungen, die nur Gott erfüllen kann, an Geschöpfliches richte. Also wenn mir jemand Gutes tun will, dann hilft er mir, sensibler zu werden für das, was der unablässig um mich bemühte Heilige Geist mir sagen, zeigen, schenken möchte. Er ist ja der Aufklärer, der Informant, der Seelenflüsterer, der Souffleur, der Einsager, der christliche Lebensberater. Alles das ist der Heilige Geist, der eben animiert, reanimiert bei Bedarf. Der heilige Johannes von Kreuz hat sehr deutlich vom Wirken des Heiligen Geistes gesprochen im Blick auf das Leben Mariens und wir wissen ja von der Mutter Jesu, wir glauben es, dass sie ohne Sünde war, das heißt, stets in tiefer, voller Gemeinschaft mit Gott. Und dass sozusagen keine Trübung ihres geistlichen Blickes gegeben war. Und der heilige Johannes von Kreuz beschreibt Maria als ein Geschöpf Gottes, das von Anbeginn an zu einem sehr erhabenen Stand erhöht wurde und sodass sie in ihrer Seele nie das Bild eines Geschöpfes eingeprägt hatte. Ich werde es noch erklären. Und nicht durch ein Geschöpf bewegt war, sondern die Bewegung ging stets vom Heiligen Geiste aus. Das soll keine Eifersucht auslösen, wenn jetzt ein Mensch sich nicht von Mitmenschen, wie es verstanden werden könnte, leiten hat lassen, sondern einzig vom Geist Gottes. Johannes von Kreuz will sagen, dass Maria eben nicht von Vergänglichem geleitet war, nicht von etwas, was sozusagen Gott geschaffen hat, sondern von Gott selbst. Und wir dürfen annehmen, dass zu 100% in vollendeter und somit lebendiger, liebevoller Weise auch mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, im Zusammenwirken. Das heißt, nicht, dass Maria nicht reagiert hat auf das, was Menschen ihr gesagt haben, was sie mit Menschen erlebt hat, was sie durch Menschen bekommen hat. Und zum Glück ist es ja sehr leicht möglich, dass Gott durch Menschen sozusagen seinen Geist erlebbar lässt, macht. Und die Frage ist, in allen Begegnungen, in allen Beziehungen, darf der Geist des Lebens, darf der Geist der Liebe, darf der Geist der Wahrheit, der Geist der Freiheit und der Freude, darf dieser Geist das einzelne Menschenleben
und die Beziehung gestalten? Wenn ja, dann ist der Mensch auf dem Weg zur Umgestaltung, zur Angleichung an Jesus. Der heilige Johannes von Kreuz hat in einem Buch, das den Titel trägt, Lebendige Liebesflamme, das Wirken des Heiligen Geistes beschrieben, zur Überraschung vieler, hat er es beschrieben als eine auch schmerzvolle Erfahrung. Und das will keineswegs bedeuten, dass es dem lieben Gott und dem Heiligen Geist angenehm ist, dem Menschen Schmerzen zu bereiten. Nein, wenn es da Schmerzen oder Leiden gibt, dann deshalb, weil für den Menschen das Loslassen, die Neuorientierung, das Umgestalten vom Zweitbesten zum Allerbesten, das macht ihm nicht immer nur Freude. Und zwar, er erlebt es als Verzicht und als Leiden in dem Maß, in dem noch das, sagen wir mal, Zweitbeste im Blick ist und noch nicht das Allerbeste. Dann erleidet er es als Verzicht, dann erleidet er es als Abschiedsschmerz. Und in dem Maß, in dem das Allerbeste im Blick ist, in dem Maß, in dem er sich zeigen lassen kann, was wirklich das eigentlich Erfüllende ist, in dem Maß stellt sich Freude und Begeisterung für das Neue ein. Also, was bei Johannes von Kreuz mit Läuterung, mit Reinigung und den damit verbundenen Leiden gemeint ist, das sind eben diese Neuorientierungsprozesse, die eben vom Unvollkommenen zum Vollkommenen hin geschehen und die zeigen, dass die Anhänglichkeit an das weniger Vollkommene so groß ist, wie klein die Einsicht in das Vollkommene ist. Eine spezielle Konstruktion jetzt. Also, je größer die Einsicht in das Vollkommene ist, umso kleiner wird der Schmerz des Abschieds vom Unvollkommenen, weil die Freude am Vollkommenen das Herz erfüllt und motiviert. Und Johannes von Kreuz will deutlich machen, dass es derselbe Geist ist, der in mir den Jubel und die Freude, den Frieden und die Liebe und die Begeisterung auslöst. Es ist derselbe Geist, der so angenehm erlebt wird. Dieser selbe Geist ist es, der letztlich Verursacher, unter Anführungszeichen, der schmerzlichen Ereignisse ist. Uns ist gut bekannt, dass schmerzliche Erleben des Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hat, heißt es, er ging hinaus und weinte bitterlich. Ich betrachte diese seine Einsicht in die Ohnmacht als ein Wirken des Heiligen Geistes. Einsicht
in das, was wir nicht können, ist praktisch die Vorstufe zum Zulassen von dem, was Können ermöglicht. Manche sprechen davon, dass Krankheitseinsicht ein wesentlicher Schritt zum Gesundwerden ist. Und so kann die Einsicht in das Unvermögen und der Glaube an den, der mit meinem Unvermögen leben kann und aus dem Unvermögen etwas Großes wachsen lassen kann, dieser Glaube an den Größeren macht die Versöhntheit mit dem Unvermögen aus. Also wir können leben als die, die von einem Größeren her das Vermögen bekommen. Der heilige Johannes von Kreuz schildert den Zustand der Seele, die da in einem Neuorientierungsprozess ist, die da angeglichen wird an die Haltung des Gottessohnes, und der Heilige Geist wird verglichen mit Feuer, das reinigt, das läutert, und er sagt, dass es dasselbe göttliche Liebesfeuer ist, die da zum Kern der Seele hin reinigt. Es ist dieses göttliche Liebesfeuer, der Heilige Geist selber, der zur Austilgung der Unvollkommenheiten und schlechten Gewohnheiten da wirkend ist. Und dieses Austilgen der Unvollkommenheiten und schlechten Gewohnheiten ist eben nötig, damit die Angleichung größer wird. Johannes von Kreuz spricht von einem großen Leiden, das es da in der Seele gibt. Es ist ein Leiden, welches kommt aus dem Unvermögen oder aus der Einsicht in das Unvermögen. Es ist ein Leiden, das kommt aus der Einsicht in die Differenz zwischen dem, was ersehnt wird. Es wird ersehnt. Und das Ersehnte ist viel persönlicher als das, was sein soll. Das Ersehnte ist persönlich, und das, was sozusagen sein soll, ist ein bisschen fremder. Es wird ersehnt die größere Liebe, und das noch nicht verwirklichen können der größeren Liebe wird erlitten. Und das ist Schmerz für die Seele. Und es wird in menschlicher Sprache beschrieben. So kommt Johannes von Kreuz so weit, dass er die Seele sagen lässt: Du Gott bist mir ja fast zum Feind geworden, weil wegen dir erleide ich's. Du bearbeitest meine Seele und du lässt meine Seele leiden. Eigentlich bist du schuld, weil du mich so beeindruckst von dir und so faszinierend wirkst du auf mich, dass ich gar nicht anders kann. Denken wir an den Propheten Jeremia, der einmal geklagt hat:
du hast mich betört, oh Gott. Und ich ließ mich betören. Und jetzt muss ich das zum Ausdruck bringen, was ich da mit dir erlebe. Und wollte ich schweigen, es ist wie Feuer in meiner Brust. Und ich vermag nicht zu verschweigen, was da in mir und auch für die Menschen zu sagen ist. Johannes von Kreuz sagt, es lässt sich nicht in Worte fassen, was die Seele zu dieser Zeit leidet. Fast ist es gleich dem Fegefeuer. Es lässt mich denken an Worte der heiligen Therese, die sagt, diese Liebe Gottes, die ihr so bewusst geworden ist, ist für sie reinigender als das Feuer des Fegefeuers. Und diese Liebe Gottes, sagt Therese, lässt nicht eine Spur der Sünde zurück. Und so kann ich das Fegefeuer überhaupt nicht fürchten, sagt sie, weil sie sagt, es geschieht ja jetzt schon. Es lässt sich nicht in Worte fassen, was die Seele zu dieser Zeit leidet. Fast ist es gleich dem Fegefeuer. Kommentatoren weisen darauf hin, dass uns Äußerungen von Heiligen recht leicht einmal als übertrieben vorkommen. Das ist aber nicht übertrieben, was diese uns sagen. Es kommt uns übertrieben vor, weil wir selbst nur eine relativ schwache Wahrnehmung haben für das, was eigentlich da geschehen will und geschehen soll. Für das, was tatsächlich auch geschieht. Das heißt, Menschen, die in diesem Prozess sich befinden, für solche Menschen multipliziert sich die Sensibilität. Die werden hochsensibel in den Beziehungsfragen. Und das ist schön. Die werden besonders aufmerksam. Und die können keine Abweichung mehr ertragen von dem Geist der Liebe, den sie da kennengelernt haben. Der heilige Johannes von Kreuz vergleicht diesen Prozess der Umgestaltung, wo ein Mensch selbst ganz Liebe wird. Er vergleicht diesen Prozess mit dem, was dem Holzscheit widerfährt, das ins Feuer gelegt wird und letztlich auch in Licht und in Wärme gewandelt werden soll, also selbst Feuer werden soll. Hören wir, so wird die dem Holzscheit innewohnende Feuchtigkeit nicht bemerkt, bis es vom Feuer befallen wird und nunmehr das Feuchte herausschwitzt. So verhält sich die unvollkommene Seele in dieser Flamme der Liebe. Das heißt, ein Holzscheit, egal wo es liegt, im feuchten Keller, im Schuppen oder wo auch immer, vielleicht lange, lange Zeit, wenn es zum Feuer gebracht wird, sieht sich das Holzscheit in einem Prozess, der erst jetzt richtig beginnen kann. Da wird die Feuchtigkeit herausgeschwitzt und Johannes von Kreuz spricht auch davon, dass es stinken kann und alles Mögliche. Auf jeden Fall, es kommt alles heraus, was dem Feuerwerden, dem Licht und Wärmewerden
entgegensteht. Und in diesem Zusammenhang spricht Johannes von Kreuz von erlesenen Salbungen. Das heißt, das Wirken des Geistes wird als Salbung erlebt. Zitat: Das Leiden der Seele ist so gewaltig, wenn Gott sie in diesen Tiefen mit den erlesensten Salbungen des Heiligen Geistes auf die Vereinigung mit sich vorbereitet. Wir sind in der Vorbereitung. Und diese Salbungen sind von so zarter Gewalt, dass sie in den innersten Kerngrund der Seele eindringen und sie mit ihren Würzen vorbereiten. Also wir sehen hier seine Sprachgewalt auch, das heißt seine Geschicklichkeit da mit allen Mitteln und Bildern von der Vielfalt des Wirkens zu sprechen. Von den Würzen ist die Rede, von zarter Gewalt, von Salbungen ist die Rede, von erlesensten Salbungen und so weiter. Sodass sie im Innersten vorbereitet wird, die Seele, im innersten Kerngrund. Und wir sind da in einem Bereich, und das ist mir sehr wichtig, solche Menschen reden nicht mehr über die Probleme, die andere ihnen bereiten. Für solche Menschen ist die eigene Gottesbeziehung das Thema und nicht die Vergehen anderer. Da werden nicht das Fehlverhalten anderer, das wird nicht mehr zur Ausrede gemacht, sondern da ist das eigene Leben und die eigene Gottesbeziehung das Thema. Das erklärt auch, was die heilige Teresa einmal gesagt hat, nämlich nachdem sie da Erfahrungen mit der Liebe Jesu gemacht hat, dass sie daraufhin viel weniger neugierig ist. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist gerichtet worden auf die eigene Gottesbeziehung. Und da lässt sie sich sozusagen nur ablenken, wenn es unbedingt sein muss, wenn es die Liebe erwartet, dass ich mich einem anderen Thema zuwende. Sonst gilt alle Aufmerksamkeit der Gottesbeziehung. Hier wird eben die Gottesbeziehung und die Qualität der Beziehung, die Intensität und die Reinheit der Beziehung und die Reinheit der Gesinnung, das ist das Thema. Um das Erahnte, um das Ersehnte tatsächlich auch umsetzen zu können. Ich schließe ab mit dem Hinweis, dass der heilige Johannes vom Kreuz das Wirken des Geistes in der Seele einmal vergleicht, es ist naheliegend, mit einem Wind, und er spricht davon, dass so ein kalter Wind, Nordostwind wird er sogar genannt, eisiger Weiche. Dieser kalte Wind steht hier für dieses Reinigende, welches nämlich auch die mögliche Gefahr in sich birgt, dass die Seele sich verschließt. Wie Blumen, die aufgeblüht sind und dann kommt ein kalter Wind, dann kann sie zumachen. Nicht nur die Gefahr des Umkommens ist gegeben, sondern hier ist angedeutet die Gefahr, sich zu verschließen und diesen Prozess nicht
zuzulassen. Also die Bilder und die Vergleiche sind natürlich hinkend und wir dürfen sie nicht überstrapazieren, aber Johannes von Kreuz will all das andeuten, dass Menschen irgendwann sagen, es genügt, ich will nicht weiter und sich diesem Wirken gegenüber verschließt. Das wäre mit dem Nordostwind, mit dem eisigen Kalten angedeutet. Und es wird herbeigefleht, der Südwind, komm Südwind, fach empor der Liebe Glosen, durch meinen Garten streiche, also durch meine Seele. Und der Südwind wäre der, der aufwärmt, der zum Blühen bringt und so weiter. Und dann bringt er auch noch den Hinweis, dass der Geist, also der Wind, einerseits in den Garten, also in die Seele hineinweht. Das ist eine Formulierung. Die andere wäre und ist, der Wind weht durch die Seele hindurch. Und das meint, dass wenn die Seele oder wenn der Geist durch die Seele, der Wind durch die Seele, durch den Garten der Seele hindurch streicht, dass bereits geschenkte Gaben und Tugenden wieder aufblühen. Also das Hindurchstreichen des Windes meint, es möge und es wird wieder aufblühen, was Gott schon früher geschenkt hat. Und wenn der Geist, der Wind in die Seele hineinstreicht, hineinweht, dann wird Neues geschenkt, möchte Johannes von Kreuz andeuten. Erinnere mich an die Liebe von früher, fach empor der Liebe Glosen, also wecke wieder auf, was du mir früher geschenkt hast. Das ist das Hindurchwehen und das Hineinwehen. Schenk mir Gaben, die ich brauche, um ein Liebender zu sein. So schließe ich ab und kann nicht anders als einladen, um diesen Geist des Lebens zu flehen, um diesen Geist des Lebens zu bitten. Dieser Heilige Geist wird auch göttlicher Störenfried genannt. Das heißt, der mich so lange beunruhigt und der mich so lange stört in meinen Konzepten, bis ich das Konzept Jesu zum eigenen Konzept gemacht habe. Und ich wünsche uns, dass wir wirklich gestört werden vom Heiligen Geist, so lange, bis wir ganz entstört sind und alles in der Gottesbeziehung ohne jede Störung ist. Dankeschön.